Hallo und willkommen zu einem ganz kleinen, kurzen Rundgang. Wir sind hier auf dem Dorffest in Reppen. Und hier gibt es auch ein kleines Oldtimer-Treffen. Wir müssen natürlich auch einen kleinen Rundgang machen, ist klar. Also gucken wir uns mal an, was hier so steht. Wie ihr seht, mehr ist es nicht. Es wird ein kleiner, kurzer, schneller Rundgang, aber trotzdem ein paar schöne, interessante Fahrzeuge dabei. Müssen wir uns mal angucken. Los geht's mit Tempo, Dreirad. Hat auch schon, ne, wie man sieht, so ein bisschen wie beim Trabi die Schaltung. Aber sehr schöner Zustand hier. Können wir gleich mal gucken hier, was steht da? Tempo E400. Baujahr 1938. Zweitakt wassergekühlt. Und hier daneben, richtig krasses Motorrad. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Hier steht Pannanonia Deluxe 250. Schon alleine hier vorne, das hier ist richtig toll gemacht, ne, bei dem Seitenwagen. Und dann habe ich auch noch anderes entdeckt. Hier fährt übrigens erstmal ein Mustang weg. Das hier ist interessant. Guck mal, hier sieht man, wenn man quasi auf dem Motorrad sitzt und runterguckt, welchen Gang man eingelegt hat. 1, 2, 3, 4, Leerlauf. Sieht man hier, hat quasi einen Anzeiger für die Geschwindigkeit. Und sonst ist es fast so aufgebaut wie ein MZ, ne? Hier haben wir Benzinhahn, Vergaser und dann hier den großen Motor. Ja, sieht cool aus. Gefällt mir. Auch das Rücklicht oder so, ne? Das ist so typisch damals der Style, so Raketenstyle. Gab es ja auch viel bei den amerikanischen Buden, ne? Auch hier, sehr schön designtechnisch gelungen. Schön. So, hier haben wir einen Spatz. Noch einen schönen. Ja, relativ Originallackierung, würde ich sagen. Ja, schönes Teil. VW Käfer als Cabrio. Und hier haben wir einen Barkas als Pritscher. Mit der ganz seltenen hier, mit dem ganz seltenen Libellenlüfter. Zahlt man ja mittlerweile Preise fast 100 Euro für so einen kleinen Libellenlüfter. Haben sie aber schön gemacht hier, auch der Aufbau hinten. Ja, schönes Fahrzeug, muss man mal sagen. So, kommen wir weiter. Trabi 601S. Der Sonderwunsch war wahrscheinlich der spezielle Auspuff. Herrlich. Aber auch schon bei einigen Treffen, oder? Ach nee, das sind so ganz normale Aufkleber. Felgen sind okay, muss ich sagen. Wirkt auf jeden Fall stimmig, 90er Jahre Tuning-mäßig. Hier daneben haben wir P50. Auch ein bisschen auf 80er, 90er Jahre Tuning gemacht. Aber ist okay, wenn das stimmig gemacht ist. Ist das vollkommen in Ordnung? Wir hatten halt hier auf Racing umgebaut. Sieht gut aus. Ist okay mit Käfig drin. Heck bei ist halt total sexy, ne? Von so einem 500er, ne? Das ist schon, das hat was, ne? Vor allen Dingen von dem Kombi. Der Heckspoiler stört das Ganze ein bisschen, aber sonst, ne, ist schon, ist mega sexy so ein Heck. Die hat vorne eine andere Trommeltreppe. Schön. So, und jetzt kommen wir mal zu ein paar Motorrädern. Hier haben wir einen Extremumbau. Ich würde sagen, das war mal eine Simson S51. Oder ist es noch? Aber pfuh, sieht ein bisschen anders aus jetzt. Scheibenbremse, andere Felgen, andere Reifen, andere Lampe, andere Sitzbank, also geändert.
Aber schön gemacht, also das gefällt mir. Sieht jetzt nicht hässlich aus. Mhm. Hat was. So, hier haben wir eine MZ 250. Das ist der Nachfolger von meiner, das ist eine ES. Eine TS meine ich. TS war ja schon vorne die Telegabel. Und die 250er sind ja auch allgemein ganz anders aufgebaut, wie man sieht hier, als meine 125er. Sehen wir dann auch gleich. Meine steht nämlich auch hier. Gucken wir uns da noch an. Riesentank, ne? Und hier haben wir dann ein paar richtig, richtig alte Motorräder. Wo ich euch jetzt leider gar nicht sagen kann, was das für welche sind. Hier müssen wir mal gucken, hier steht was. Eine Audi RBZ 204. Okay. Ja, DKW. Auch schön gemacht. ...1928, Baujahr, 200 Kubik, 4,5 PS, 80 km/h. Schön. Noch eine MZ hier. Und ich habe noch eine Simson. Das ist eine originale S51. Ne? Da drüben war ja eher so das umgebaute Modell. Hier haben wir jetzt Original. Ja, und daneben steht noch ein Käfer und noch ein paar Motorräder. Gehen wir erstmal hier noch weiter lang. Das könnte hier eine EMW sein. Genau. Eisenacher Motorenwerke. Schön mit Batterie hier. Lichtmaschine. Krass, ne? Also das ist... Hier kommt man, würde ich sagen, noch relativ gut überall ran. Und, interessant, schaut mal. Mit Wellenantrieb, ne? Kardanwelle. Keine Kette. Aber das scheint dann irgendwie, haben die dann das anscheinend gesagt, Kette ist besser, wir bauen weiter mit Kette, warum auch immer. Ja, die späteren Motorräder hatten ja meistens dann Kette. Aber damals hier, wie man sieht, ist noch eine richtig schöne, alle mit Kardanwelle. Hier haben wir eine Java. Ne, schöne Zweizylinder. Die waren damals zu DDR-Zeiten auch sehr beliebt. Soll man sagen. Also wer eine Java fuhr. Und guck mal, selbst hier mit Anzeiger Ampere. Also ob die Lichtmaschine lädt oder nicht. Das für ein Motorrad ist schon krass. Ja, nicht schlecht. So, hier haben wir noch einen Barkas. Auch ein bisschen getuned. Aber okay, ja. Warum nicht? Barkas Deluxe. Ist jetzt nicht so. Ich bin ja eher so Originalfetischist eher. Oder Patina. Aber ist es okay, ne?
gibt sicherlich genug Leute, denen das auch gefällt. So, und hier hinten haben wir noch zwei Cabrio-Trabis, aber ich überguck gerade, die sind, glaube ich, später umgebaut worden. Ja, mit Nachwendeblinker. Aber schön. Ist schon einer der späteren Baujahre, hat schon momentan Verbrauchsanzeige. War mal ein 601S, so wie es aussieht. Schön. Wie man sieht, ne? Ist ein bisschen unterschiedlich. Überrollbügel ist anders bei dem hier. Ansonsten, obwohl, doch, ansonsten könnte man sagen, könnten zwei Zwillinge sein. Ja. Aber der hier, der Überrollbügel, ist hier komplett anders konstruiert als dort. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Originalumbau ist, ob es das so gab. Oder ob das jetzt jeder freie Schnauze irgendwie gemacht hat zu DDR-Zeiten, wer das wollte. Es sind schon relativ viele Ähnlichkeiten. Auch hier die verstärkte Frontscheibe, oben der Rahmen. Nervös. Aber ich muss sagen, ich kann mich zu DDR-Zeiten nicht daran erinnern, dass dort viele Cabrio gefahren sind. Also da habe ich nie eins gesehen. Entweder Nachwendeumbau oder auch schon zu DDR-Zeiten. Wer es weiß, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr schon zu DDR-Zeiten Cabrios gesehen habt oder ob das so eine Nachwende quasi Erfindung ist. So, jetzt gucken wir hinten noch die letzten zwei Räder an. Hier steht übrigens meine MZ. Das ist eine Yamaha. Und hier ist noch eine Java. Schön. Das muss man Java lassen. Das ist immer optisch sehr ansprechend, finde ich. Aber der Originale, es gibt da Kunst, da war das Handgelenk. Ja, da war das Handgelenk schon verbrennt. Na, hier zur Vollständigkeit halber meine MZ. Extra den Tankverschluss nochmal Glas Perlen gestrahlt, weil das schöner aussieht, finde ich. Ja, ansonsten habe ich in letzter Zeit nichts dran geändert. Habe jetzt erstmal TÜV neu gemacht. Deswegen habe ich noch die neuen Stoßdämpfer verbaut. Die musste ich für den TÜV verbauen. Die baue ich dann demnächst mal wieder um. Was ich noch verändert habe, weil ich hatte jetzt mal Probleme mit dem Vergaser. Ich habe noch hier einen neuen Filter eingebaut. Weil ich, wie gesagt, immer jetzt mal Probleme hatte, dass der Vergaser ein bisschen zugesetzt war. Aber sonst nicht weitergemacht. Fährt. Ohne Probleme. Super Teil. Ja, mal altes Diamantfahrrad mit Hilfsmotor und der Hexennase. Hier ist noch ein altes Simson. Da ist wirklich der Motorblock noch aus einem Guss gefeilt. Das mal hier so anguckt. Also Simson konnte auch mal richtige Motorräder. Ah, hier ist ein schöner Berliner Roller. Hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf. Das hat auch was. Da kriegst du jetzt aber auch Laufbauten. Also gefällt mir. Also ein Berliner Roller. Das. Ja. Oder so ein Trollroller. Hätte ich echt noch Bock drauf. Irgendwann wird es passieren. Fahre ich auch noch mal so ein Ding her. Weil es echt mega selten ist. Noch irgendwie cool aussieht. Was noch nervig ist, ne? Durch die ganze Verkleidung ist immer ein bisschen schwierig mit dran rumbauen. Müsste ich mir dann wahrscheinlich mal was kaufen, was nicht so wartungsintensiv ist oder reparaturbedürftig. So, hier ist noch eine Simson. Der letzte hier. Und dann sind wir fertig mit dem Rundgang. Haben wir alles einmal gesehen.
So, aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ist doch mal schön hier, auch mal sowas anzugucken. So ein paar Exoten hier. Gut, also denn, vielen Dank für euer Interesse. Ich fahre noch eine Runde mit meiner MZ. Bis zum nächsten Video. Ja? Ciao.